Wir sind wieder hier. Hi, zweite Staffel. Was geht? Wir hatten sehr viel Spaß über den Sommer. Es war sehr heiß, aber genauso heiß geht es jetzt auch weiter. Deswegen viel Spaß. Deep Talks. Wir sind zurück aus der Sommerpause, frisch und munter, würde ich sagen, und möchten direkt wieder starten mit einem Format, das wir in Staffel 1 gestartet haben und was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Es hat leider nur zu einer Episode davon gereicht. Letztes Mal mit dem lieben Edwin dabei, ihr erinnert euch vielleicht, und dieses Format hieß Fragen, Fragen. Fragen, Fragen. Wir haben ja letztes Mal Fragen, Fragen mit Edwin im Le Coin gedreht, was sehr witzig war. Meinerseits war ich sehr, sehr freundlich Niklas gegenüber. Der war eher gehässig. Bei der ersten Folge Fragen, Fragen war es so, dass wir uns doch so dreckig durch den Kakao gezogen haben, dass danach ein bisschen Krieg in der Kiste war. Rolling? Also nicht, dass ich jetzt den David zwangsweise durch den Kakao ziehen möchte, aber manchmal macht's halt einfach Sinn. Rolling in the deep. Kleiner Witz. Hinter der Kamera habe ich noch Malte. Malte supportet mich, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Ist quasi mein Joker. Zuschauerfragen, die wir eingeholt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Zuschauer uns fragen, was sie wissen wollen. Und ich fange einfach mal ganz flott mit der ersten Frage an. So, Frage Nummer 1. Die Eule. Nee. Diana Eule. Diana Eule fragt, warum läuft E.T. nicht auf Netflix? Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Primär wird es vermutlich daran liegen, dass der E.T. ja wieder abgedüst ist. E.T. gekommen, super viel Stress und Trouble verursacht auf der Erde und dann einfach wieder verpisst. Ich habe selber E.T. nicht, ich habe selber Netflix noch nicht geguckt. Nein, Diana. Ist natürlich völliger Quatsch. Ich vermute, der läuft nicht auf Netflix, weil E.T. so ein phänomenaler Film war. Den schlachten die heute noch kommerziell aus. Da kennen die nichts. Da kommst du mit deinem 9,99 Euro Netflix-Konto, was wahrscheinlich noch 5 deiner Freunde mitbenutzen und du es bezahlst, kommst da nicht weit. Was gab es zuerst? Die Farbe Orange oder die Frucht? Das ist eine sehr gute Frage, I am Flows. Ich glaube tatsächlich, dass die Frucht zuerst da war und unter einem anderen Namen bekannt war. Ist es so, dass irgendjemand hingegangen ist und die Orange entdeckt hat damals und hat dann gesagt, oh, die Orange, die ist ganz schön sau-orange und deshalb nennen wir die Farbe jetzt Orange. Oder gab es die Farbe Orange und jemand hat die Orange entdeckt und dachte, und hat dann, also, versteht ihr, was ich versuche zu sagen? Wie hätte sie denn anders heißen können früher? Busenfrucht? Gab es erst die, also das ist ja auch die Frage, ob es eigentlich, Malte, verstehst du, was ich sagen möchte? Das nehmen wir zurück. Das ist keine Busenfrucht. Deswegen hieß die Orange früher runde Banane. Es macht auch keinen Sinn, weil dann, das ist eine, I am Flows, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde es rausfinden für dich, du kriegst eine Message. So, jetzt aber weiter. Luca fragt, wieso ist das Wort tätowiert richtig, aber so kacke? Das Wort tätowiert richtig, aber so kacke. So richtig kacke, ist die Satzstellung da falsch oder? Hä? Auch wenn ich das Komma in diesem Satz hin und her schiebe, ergibt dieser Satz für mich keinen Sinn. Ich würde dir sehr gerne darauf antworten, aber ich weiß nicht, was du möchtest. Verbrüdert man sich automatisch mehr, wenn beide Brillenträger sind? Man versteht ja besser den Struggle. Luca, also das klingt, finde ich, ein bisschen negativ behaftet. Brillenträger zu sein ist nicht automatisch ein Struggle. Man ist halt nur blinder als die anderen. Ja, nee, also ich glaube, verbrüdern tut man sich jetzt nicht automatisch. Ist es erstmal sinnvoll, dass man sich gegenseitig sieht? Ja, man teilt halt eine Sehschwäche. Sich nicht hören oder riechen können, primär riechen, wäre schlimmer. Mach dir auch keine Sorge. Vielleicht nachdem du dir deinen ganzen Körper zutätowiert hast, falls du auch noch eine Brille brauchst, keine Angst, ist alles halb so wild. Kati schreibt, ach, hier schreibt man rein. Kati, guten Morgen. It's only Bibi möchte wissen, welchen Künstler hättet ihr gerne in eurer Deep Talks-Runde als Gast? Penn and Teller, das sind zwei Magier aus Las Vegas. Was echt super witzig wäre, wäre ein Magier, ein Illusionist. Guckt euch auf Netflix Penn and Teller an, das ist der Wahnsinn. Der Niklas ist nämlich ein begnadeter Straßenkünstler. Super. Die können krass zaubern. Er verdient noch nicht sein Geld damit, möchte das vielleicht irgendwann mal machen, aber der würde sich sehr darüber freuen, wenn hier ein Magier zu Gast wäre, der ihn mal so richtig verzaubern kann. Wenn die hier wären, vermutlich würde ich nicht viel mit denen sprechen, aber die können halt zaubern. Das geht immer. Kai fragt, Niklas, wie bist du an den Job im Bootshaus dran gekommen? Ja Kai, ganz einfach, so wie man immer an geile Jobs kommt. Ich habe meinen 2,7 Meter Gummikörper
an die richtigen Leute verkauft. Niklas ist an den Job im Bootshaus dran gekommen, indem er, ich glaube, er war der auffälligste Tänzer mal in einem Moshpit. Ich möchte dir dazu jetzt nicht direkt raten. Schaden kann es aber auch nicht. So dass man ihn noch gerne mal ins Büro eingeladen hat und hat mal gefragt, guck mal, kannst du irgendwas? Haben Zebras eigentlich weiße oder schwarze Streifen? Fragt Villos. Villos. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Es könnte ein schwarzes Pferd sein mit weißen Streifen. Ich vermute aber erst, es ist ein weißes Pferd mit schwarzen Streifen. Keine Ahnung, Mann. Ist jetzt eine viel bessere Frage, die mir tatsächlich direkt zum Zebra einfällt, ist tatsächlich, wieso das Zebra instrumentalisiert wurde, um daraus einen Zebrastreifen zu machen. Keine Ahnung jetzt. Nächste Frage. Ist es nicht ziemlich gemein und fies zu sagen, dass den ganzen Tag hunderte Leute über ein Zebra auf offener Straße drüber laufen sollen? Vielleicht machen wir uns darüber mal Gedanken. Ich sag, die haben weiße Streifen. Ist das Zebra eigentlich weiße oder schwarze Streifen? Entschuldigung, Willos, das ist echt eine dumme Frage. Entschuldigung, das war gemein. Das war eine gute Frage. Ich weiß es aber nicht. Julian FC fragt, heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? Julian FC? Ja. Shoutout Julian FC. Kölle. Ist der Sinn des Lebens, diese Frage aufzuklären, fragt Julian FC. Da haben wir wohl einen neuen Sokrates in der Deep Talks-Runde erkannt. Ich hoffe nicht. Weil das wiederum würde ja bedeuten, wenn der Sinn des Lebens wäre, die Frage aufzuklären, was der Sinn des Lebens wäre, dann wäre ja das Ziel des Ganzen, dass ich den Sinn des Lebens rausfinde. Und in diesem Moment wäre der Sinn des Lebens ja durch. Das Leben an sich ist ein Mysterium, das es erst ganz am Ende gilt zu lösen, wenn man die Weisheit auf dem Sterbebett erlangt hat. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, ich bin noch nicht so weit. Das heißt, es wäre überhaupt nicht erstrebenswert, den Sinn des Lebens rauszufinden, weil dann gäbe es keinen Sinn des Lebens mehr. Boy. Think about that shit. Warum sind in Flugzeugen nur Schwimmwesten und keine Fallschirme? Ich glaube tatsächlich, es wäre für eine Fluggesellschaft recht verantwortungslos, bei einem möglichen Defekt im Flugzeug alle seine 300 Passagiere aus dem Flugzeug zu werfen mit einem Rucksack an. Ich meine, das wäre völlig absurd, wenn in der Luft das Flugzeug irgendwie in Turbulenzen geraten und der Captain sagt einfach so, zieht euch mal an. Springt raus, ich lande das Ding noch mal ganz kurz, aber wir sehen uns dann unten. Könnte Ryanair sagen, wenn es so an der Seite so ein bisschen ruppelt, so an einem Flugzeug, bitte nehmen Sie Ihre Fallschirme, auf Wiedersehen, guten Flug noch. Ich glaube, das wäre keine allzu gute Idee. Warum sind in Köln alle Wiesen vertrocknet, trotz Rhein? Ja, weil vermutlich nicht alle Wiesen im Rhein drin liegen. Chris X-Drop, hast du den Rhein mal angeschaut? Dir ist vielleicht aufgefallen, dass der Rhein in einer recht schmal verlaufenden Mulde durch verschiedene Städte fließt und manche Wiesen ziemlich außerhalb vom Rhein liegen. Würde der Rhein dann alles noch wässern, hätten wir, glaube ich, eine ziemlich große Wasserkatastrophe hier. Das ist auch ungefähr so, dass hier in Köln auch eine Wiese vertrocknen kann, obwohl es das Mittelmeer gibt. Du siehst das Problem. Geht ihr lieber ins Bootshaus oder Odonien? Kneipe oder After Hour? After Hour nicht so mag. Das ist mir zu lang. Da sagt mein Körper so, nee. Also tatsächlich, da David und ich ja beide im Bootshaus arbeiten, wir sind schon mal zwischendurch da, tatsächlich meist dann doch mittlerweile eher aus beruflicher Mission, früher selber sehr viel ins Bootshaus gegangen. In der Frage eher eine Kneipe, gesellig mit den Freunden zusammen auf 1, 2, 37 Bier, dass man dann letztendlich im Bootshaus und bei einer Afterhour landet. Aber grundlegend überall und nirgendwo. Mo fragt, spielt der da links Basketball? Kiko aus K. möchte wissen, ist Niklas der Größte aus Kevela oder gibt es da noch andere große Menschen? Kiko, das ist ein ganz faszinierendes Ding. In Kevela sind alle Leute blau und 2,50 Meter groß. Ich weiß nicht, ob Kevela so bekannt ist für große Menschen. Teilweise fliegen wir auch auf so großen drachenähnlichen Dingern durch Kevela. Das ist da so ein Ding. Niklas ist tatsächlich jemand, der gerne aus der Reihe tanzt. Genauso wie er auch im Bootshaus aus der Reihe getanzt ist und letztendlich ein super Jobangebot bekommen hat. Tatsächlich bin ich einer der kleinsten Menschen aus Kevela. Da gab es mal so einen ganz blöden Chemieunfall und seitdem ist da wildes Ding. Kevela, immer eine Reise wert. Wirklich, Sightseeing vom Feinsten. Es macht unglaublich viel Spaß, mit dir durch die Straßen zu schlendern und gar keine Blicke abzubekommen. So weiß keiner, wer ich bin. Und auch wenn ich mal weltberühmt sein werde, kriegst du den ganzen Shitstorm ab. So, die nächste Frage kommt von Herr Pistolog. Nee. Gitzi W. Köln Mogo Tjetsch Dobri Bigos. Epistolgo, für Fremdsprachen ist tatsächlich eher der David zuständig. Das würde ich vielleicht weiter an den geben. Der kommt aus Bayern, der kennt sich ganz gut aus mit Fremdsprachen. Das ist witzig, dass du das fragst, denn auch ich habe mir das schon länger mal gefragt. Und die ganz klare Antwort ist, ja,
Wo ist der süße Moderator aus der ersten Session Fragen hin? Fragt Edwin. Edwin ist ein Mann von Welt. Er ist schon wieder mit Sack und Pack unterwegs und reist gerade auf den Machu Picchu zu Fuß. Edwin, der süße Moderator aus unserer ersten Session Fragen war Edwin. Denn ihm war das Fliegen viel zu anstrengend und viel zu gefährlich, denn er kann nur schwimmen und nicht Fallschirm springen. Und uns würde auch sehr interessieren, wo der ist, weil der schuldet uns noch ein bisschen Geld. Meld dich doch gerne bei uns. Wir möchten nur dein Bestes. Who is Felix? Möchte wissen, Ananas auf der Pizza? Ich sag ja. Auf jeden Fall. Das geht. Das funktioniert. Ich habe auch schon des Öfteren mal gehört, dass Leute da ein bisschen allergisch drauf reagieren. Aber das ist in Ordnung. Da sind wir mal froh, dass wir nicht irgendwie diskutieren, dass ob Autoreifen auf eine Pizza draufkommen oder nicht. Mal ganz ehrlich, Autoreifen sind jetzt nicht so schmackhaft, sind eher zäh und gummiartig im Geschmack und Nachgang. Außerdem fangen die sich in den Zähnen und ziehen am Ende noch irgendwelche Blompen raus. Warum hat Tarzan keinen Bart? Und Gott verdammt, ja, warum hat er keinen Bart? Das macht keinen Sinn. Der wohnt im Urwald. Der hat keinen Rasierer. Natürlich müsste der einen Bart haben. Ich habe leider das Dschungelbuch nicht gesehen. Das ist Mowgli. Aber vielleicht sprechen wir über eine viel wichtigere Frage. Wieso habe ich keinen Bart? Man könnte sagen, ich bin der Neustadt-Tarzan aus Köln. Hab lange Haare, schlender mich irgendwie von A nach B, hab auch immer wieder so einen flotten Spruch auf den Lippen, den nicht jeder versteht. Das geht vielleicht mal, das könnte der liebe Gott mal gerne auf dem Appellohr hören. Lieber Gott, ich bin jetzt ein Mann. Bitte, schenk mir Bartwuchs.